Arme hier von GigaTech auf der IFA 2015 bei Sony. Das Sony Xperia Z5 Kompakt, das haben wir uns schon einzeln angeschaut. Aber bei so einem 4,6 Zoll Gerät bietet sich natürlich an, ein Vergleich mit dem iPhone 6. Wir halten beide Geräte nebeneinander, kommt näher ran. So, linke Hand das iPhone 6, rechte Hand das Xperia Z5 Kompakt. Und das Kompakt macht auf den ersten Blick seinem Namen alle Ehre. Es ist nämlich deutlich kompakter noch als das iPhone 6. Also das Sony-Gerät hat ja 4,6 Zoll Display-Diagonale, das iPhone hier links hat 4,7. Aber ihr seht schon, wenn ihr die Displays einfach nur mal anschaut, so viel größer ist das iPhone in der Displaygröße nicht. Allerdings das Gerät selber ist größer. Das hat allerdings einen Grund, und zwar einen guten. Da muss ich jetzt mal eine Lanze fürs iPhone brechen. Das ist natürlich deutlich dünner. Das Xperia Z5 Kompakt ist satte 9 mm dick, das iPhone 6 ja nur 6,9 mm. Und dadurch wird es natürlich in der Fläche dann auch etwas größer. Die Technik muss ja irgendwo untergebracht werden. Was mir halt auch sofort auffällt, ist, das Display des iPhone 6 sieht deutlich besser aus als dieses 720p Display, das hier im Sony Xperia Z5 Kompakt rechts ist. Also das sieht etwas unschärfer aus, während das auf dem iPhone hier im Vergleich dazu wirklich wie aufgedruckt aussieht. Also hier hat das iPhone auf jeden Fall die Nase vorn. Ansonsten, naja, gut, die Prozessorleistung zu vergleichen, das macht wenig Sinn. Also hier im Sony werkelt Qualcomm Snapdragon 810 Prozessor mit 2 GB RAM. Das iPhone ja nur 1 GB RAM, aber den Apple A8 Prozessor, der halt sehr, sehr potent ist. Ein Fingerabdruckscanner haben sie beide. Hier offensichtlich beim iPhone, der hier unten im Home-Button, sage ich jetzt mal, ist natürlich der Fingerabdruckscanner. Beim Xperia Z5 Kompakt ist der hier im Power-Button versteckt, was ich eigentlich eine ganz coole Position finde. So kann man das Gerät dann entsperren, solange man natürlich Rechtshänder ist. Für Linkshänder ist es etwas ungünstig, die müssen dann gucken, ob sie, ich simuliere das jetzt mal, ob sie das Ganze mit ihrem Zeigefinger entsperren wollen. Ja, also das mal so unser grober Vergleich hier der beiden Geräte. Wir können auch noch mal von hinten gucken. Das iPhone 6 von hinten mit Metallrücken. Das Sony Xperia Z5 Kompakt hat hier einen Glasrücken, der aber so aufgeraut ist, also fühlt sich gar nicht wie Glas an, sieht auch nicht so aus, sondern wirkt eher so ein bisschen wie Plastik. Und während das iPhone 6 eben hier in so einer Metallwanne, in so einem Unibody sitzt, ist das Xperia Z5 Kompakt dann eben rundherum mit einem Plastikrahmen eingeschnürt, sozusagen die Vorder- und die Rückseite. Ach so, wo ich gerade hier sehe, Kameras können wir auch nochmal. Das ist jetzt natürlich auch nur ein nomineller Datenvergleich. Also das iPhone hat ja auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera, wenn ich jetzt nicht komplett täusche. Und das Sony Xperia Z5 Kompakt hält dagegen eine zumindest nominell beeindruckende 23-Megapixel-Kamera dagegen. Also was die Fotos vom Kompakt können, das muss sich natürlich erstmal zeigen, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, also das zwei kompakte Smartphones, eins von Apple, eins von Sony. Ich bin Armin von GigaTech. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es doch, teilt es mit euren Freunden, abonniert unseren Kanal, verpasst ihr kein IFA-Video. Wir sehen uns beim nächsten Smartphone.